Das sieht von hier gar nicht so hoch aus, Boltax, aber wenn du das sagst. Ja, ich kann ohne Probleme aufrecht darin stehen. Ich dachte auch eher an uns. Ach so, dann präzisiert doch bitte eure Fragen, Abelmir. Hat man euch auf der Akademie denn gar nichts beigebracht? Ich sagte, kann man drin aufrecht stehen? Das bezog sich auf uns alle, nicht nur auf dich. Er sagte, kann man drin stehen, nicht ans Werk drin stehen. Das war nicht sehr konkret, denn ich kann ja darin stehen und ich bin ein männlicher Zwerg. Ja, ja, Raffi muss tatsächlich dann auf alle Viere kriechen, so breit und massiv wie er gebaut ist. Angenehm wird das nicht, aber es geht. Na dann in die Mine, würde ich sagen. In der Nacht? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Obwohl, es wahrscheinlich dunkel. Ja, wollte gerade sagen, was soll das ändern? Genießt es doch einfach. Wir waren so lange nicht mehr unter Tage. Erinnert ihr euch noch, als wir unter den Berg Gentobrien gegangen sind? Ja, und wir sind fast gestorben dabei. Oh, das waren romantische Nächte unter Tage. Wir sind fast gestorben dabei. Wir haben jedenfalls keine Fackeln mitgebracht. Nun, aber Magier. Ich wollte gerade sagen, wofür sind die sonst gut? Nun ja, das lassen wir dann so stehen. Naja, stehen werdet ihr in der Mine nicht, Abelmir. Gut. Also, wollen wir es noch diese Nacht angehen? Ja, morgen natürlich. Werden wir weiterreisen. Ich bin nicht gewillt, einen Tag länger als nötig hier zu verbringen. Aber wie groß kann die Mine schon sein? Und wir haben Boltax an unserer Seite. Ah, und ich glaube, Diamantis, euer Begleiter, wird auch nicht so die Probleme haben, sich dort zu bewegen. Und wollen wir denn hier Tekala und Kapok mitnehmen oder sollte nicht jemand vor der Mine warten? Oh, das ist eine gute Frage, aber da. Da. Ihr entscheidet für einen Sklaven, für einen Sklave. Ich lasse ihn hier nicht alleine zurück. Also wenn Kapok hier draußen bleibt, dann bleibt er mit ihm. Sonst nicht. Ja, Kapok, willst du mitkommen in die Mine? Ich hab keine Angst vor Mine, Mann. Kapok hat keine Angst, kommt also mit. Gut, dann Tekala, kommst du auch mit. Er nickt. Ja, ich stecke mir meinen Schlagring an und stecke meinen Bohrradsichel auf den Rücken. Das wird spannend. Ja. Warum tragt ihr das schwere Mistding überhaupt mit euch rum? Als ein Dämon auftaucht oder ein Drache. Haben wir nichts Kleineres? Oh, ich wüsste was. Kleineres. Gehen wir. Ja, 50 Meter für Raphim ist das natürlich auf allen Vieren doch relativ anstrengend, aber für Boltax doch bequem zu laufen. Und nachdem ihr dem krabbelnden Raphim gefolgt seid, öffnet sich nach 50 Metern die Mine etwas und ihr könnt tatsächlich hier so etwas wie eine alte Feuerstelle entdecken, die vor langer Zeit mal benutzt wurde. So ein paar trockene Gräser, die noch daneben liegen, aber auch einfach vertrocknet sind und deine Zeichnung hört auch auf, an dir zu ziehen, als du vor einer Wand stehen bleibst, an der wohl verschiedenste Leute gekratzt haben und auch einige Kreidespuren, die leicht verblichen sind, aber man kann es noch lesen. Die 7 Gezeichneten waren hier. Oh, Abelmir, hier sind deine alten Buchfreunde, von denen du immer ständig erzählst, wo es immer so langweilig wird. Lass mir mal schauen. Ich probe mir die Zeit immer erst meine Gesamtzeit ein und dann gehe ich näher ran, um die einzelnen Schriftzeichen zu lesen. Keine Ahnung. Ja, du kannst daneben noch sehen, wie irgendwie so ein stilisiertes Auge gemalt worden ist. Irgendwie, was soll das sein? Ein Pferd oder so? Du bist ja nicht ganz sicher. Irgendein Tier. Ein vierbeiniges Tier. Bist ja nicht ganz sicher. Ja, doch, es gab das Auge. Es gab die laufende Tätowierung. Du siehst daneben einen Hut. Merkwürdig. Eine Hand? Nun, die scheinen wohl die Tatsachen zu sein, dass hier die 7 Gezeichneten auf jeden Fall hier waren, vermutlich. Oh, ich verstehe. Dein Buch hast du doch gelesen. Das waren die, über die wir uns auch im Tempel von Fasar unterhalten hatten, nicht wahr? Ja, genau. Habe ich da nicht an der Wand geschlafen? Leute. Ich weiß nicht, wo ihr geschlafen habt, aber es ist ein historisch sehr bedeutender Ort. Ja, Boltax nimmt seinen Dolch hervor, macht ihn, also ist hier Naturstein, oder? Das ist Naturstein, ja. Ja, dann benutze ich meine Schneide des Dolches und ritze ein. Boltax war auch hier. Ach, Boltax, was macht ihr da? Nun. Ihr verunstaltet ein historisch wertvolles Denkmal. Jetzt ist es wirklich historisch, ihr habt recht, Abelmir. Und einmal, die Gezeichneten. Und Boltax. Ja.
Ja. Nun, wenn der Sphärenschein da auch hier war, dann erklärt das vielleicht, wieso die Gezeichneten vor uns diesen Weg genommen haben. Hm. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist vergangen. Nun, wenn wir Glück haben, haben sie alles Übel, das uns erwarten könnte, schon vor uns ausgerottet. Vielleicht sollten wir uns in der Höhle mal etwas umschauen, vielleicht haben sie etwas zurückgelassen. Und sie haben hier offenbar ein Nachtlager gehabt, was heißt, dass wir hier wohl ebenfalls ein Feuer entzünden können. Ja, würden wir umschauen, halt wieder. Nein, zum Licht wahrscheinlich, oder? Ja, wie gesagt, es gab eine alte Feuerstelle, die ist halt schon lange runtergebrannt und noch so ein paar Zweige, die dann daneben liegen, ein bisschen Savannengras oder sowas. Ich mach mal einen Odem-Sichtbereich. Ob hier irgendwas magisch leuchtet. Lass mir dafür Zeit. Nein, hier ist nichts magisch. Du fühlst aber, wie dein Odem so ein bisschen unterdrückt wird. Vielleicht ist es eine karmatische Aura. Oh. Nun, nichts hier scheint magisch zu sein. Außer natürlich Abelmir und mir, aber ja. Du siehst mich nicht im Odem. Ich sehe dich nicht im Odem? Nein. Nicht mal mit... Nee, ach so. Sternchen? Wie viele drückst du da? Nee, weil ich nicht gezielt gucke. Ja, genau. Nicht mal Abelmir ist magisch. Irgendwas ist hier merkwürdig. Tja, vielleicht sollten wir uns einfach hier ein Lager errichten. Was für sieben gezeichnet gut war, ist auch gut für uns. Abelmir, ihr solltet mal irgendeinen Zauber machen. Sind die nicht alle tot? Macht einen Flimflam. Warum soll ich das? Nun, weil ihr nicht magisch seid. Ich bin ein Magier. Ja, das ist mir bewusst. Aber offensichtlich unterdrückt hier irgendetwas meine Magie. Vielleicht ist es auch bei euch so. Und wir wollen doch keine bösen Überraschungen. Dann zünde ich wohl lieber mal ein Feuer an, bevor wir hier im Dunkeln stehen, oder? Na gut. Nun, Herr Genug? Wunderbar. Dann ist es bei euch auch so gewesen, dass ihr eure Magie schwächer gefühlt habt? Nein. Merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, hier ist es sehr bequem und sehr gemütlich. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner Einstellung. Das ist nicht auszuschließen. Ja, so könnt ihr hier übernachten, könnt euch natürlich noch im Verlaufe des Abends das ein oder andere an Feuerhölzchen aus dem Dschungel holen und dann den Geschichten von Kapok und dem Sklavenjungen hören, die dann von Spinnen, von Panther, von Oberan erzählen, von den Göttern, von irgendwelchen Schamanen, von den großen Tabus und euch so die gruseln lassen. Ihr regeneriert ein Karma-Punkt mehr, solltet ihr Karma besitzen. Am nächsten Tag könnt ihr wieder aus der Mine heraus gehen, kriechen, krabbeln und den Weg in Richtung Eders weiter antreten. Hier gibt es immer weiter Trockenwald als offenes Land und je näher ihr kommt, im Verlaufe desto mehr gibt es tatsächlich einige kleine Türmchen, die dann den Wegesrand schmücken. Und vor allem Abelmir und Raphim an ihre Zeit zurückerinnern, als ihr auf den großen Kral wart. Denn auch dort habt ihr die gewaltigen Termitentürme erblickt, die rechts und links nach oben gewuchert sind. Und sie sind zwar nicht ganz so groß, aber sie sind schon... Man möchte nicht in diese Termitentürme reinstürzen, denn das würde den Schwarm entfesseln. Jetzt läuft wahrscheinlich kalt den Rücken runter, wenn ich mich nicht an die Zeit erinnere. Ja, schon lange her. Vor dem Jahr des Feuers war es. Damals, als du Raphim kennengelernt hattest. Ihr habt viele Begleiter verloren. Werft mal einen Blick auf Raphim, ob er ähnlich fühlt, sich unwohl fühlt. Ja, Raphim scheint auf jeden Fall immer dann, wenn der Termitenbau auf der rechten Seite steht, etwas weiter links zu gehen. Unheimlich, die Dinge, oder nicht, Abelmir? Ja, sie kommen alle wieder. Dieses, im Uralischen nennt man es Déjà-vu. Eine wiederkehrende Erinnerung. Hoffen wir, dass wir diesmal nicht so viele Begleiter verlieren. Naja, die damals konnten wir zum Glück ersetzen. Ja,
Ja, die waren ersetzbar. Ja, so die beiden Krieger, die beiden Weggefährten wechseln Blicke, die sonst kein anderer kennt, und denken zurück. So geht das den Tag über weiter. Am Abend erreicht ihr nicht nur einen mächtigen Palisadenwall, sondern die Tiere werden auch leiser und ihr könnt etwas Stimmengewirr hören. Hinter dem Palisadenwald könnt ihr einen etwas größeren Berg erkennen, der hier ein bisschen aufragt, und darüber einen Steinturm, den die anderen, vor allem Boltax und Abelmir, ohne Zweifel als Observatorium erkennen können. Und einige Villen, die sich dort angesammelt haben. Mann, wir sind da. Das nicht Altair, aber das ist Sedas. Mann. Was ist Sedas? Idiot. Seltsame Ansammlung von Villen hier in der Wildnis. Ja, du kannst noch ein kleines Schild vor einer der Palisaden erkennen. Edas, 750. Ist das ein Sternenturm? Ein Observatorium? Das sieht zumindest so nach aus, ja. Würfelt mal Sternkunde. Nö. Könnt ihr alle würfeln? Ja, habe ich auch, klar. Safe. Selbst wenn ich es hätte, würde ich mich weigern. Das ist ein Sternturm oder ein Observatorium nach dem großen Vorbild von Neobara von Antiopal. Ja, aber du hast recht, da vorne steht ein Turm. Nun ja, diese Anordnung und ihre Ausrichtung geht auf eine berühmte Forscherin zurück, der Sternkunde. Neobara, eine Nandusheilige. Ja, stimmt. Man sieht es da vorne. Die Art und Weise, wie das Observatorium aufgebaut ist. Seht ihr, der Turm in der Mitte ist zentriert auf die Fixsterne. Nun, und wenn ihr guckt, dort und dort, diese beiden Ausleger, denen kann man auf die Wandelsterne eingehen. Oh. Seht ihr die bewegliche Plattform am oberen Teil? Ich vermute, sie ist beweglich. Dort, seht ihr? Da. Ja, aber mir, was hat es denn mit den Sternen zu tun? Der gute Herr Fex dahin getan. Nun ja, aus den Sternen kann man die Zukunft herauslesen, wenn man kundig ist. Oh. Vor euch öffnet sich die Palisaden, die Tore, und ihr könnt sehen, wie dort feixend einige, ja, Graphim und Diamantas, erkennt sie, Sklavenjäger. Haben so irgendwie eine gute Zigarre, die sie irgendwie im Mundwinkel drehen, und einer spuckt wohl geradeaus. Ah, Reisende, was macht ihr hier? Reisen. Ja, wenn du mir so eine Antwort gibst, kannst du draußen warten. Geht die Sonne unter. Viel Spaß mit den Affen, du Arsch. Es ist eine Forschungsreise. Aha. Und wer seid ihr? Oh, ich und der gelehrte Herr hier vorne, ich deute einmal auf Abelmir, wir sind Sternenkundler. Ah, ihr wollt zu Samuel, ja? Genau. Seid ihr angekündigt? Hat er ganz vorne gesagt. Wie ist der Herr über dieses bezaubernde Anwesen? Es ist der Magiergraf von Edas, ja. Oh, was? Mit dem Magiergraf von Edas wollen wir sprechen. Seid ihr angekündigt? Nein, aber das ist normalerweise für die Basaltforst auch nicht nötig. Jemand wird uns empfangen. Ja, vermutlich. Seht ihr? Aber der schläft draußen. Dabei zeigt er auf Jalan. Ich zuck mit den Schultern. Naja, also die Affen werden bestimmt kommen, wenn er das sagt. Jalan, willst du das nicht vielleicht nochmal mit einer guten Münze überzeugen, dass du kein Arschloch bist? Wenn die Herren so geneigt sind, bin ich mir sicher, dass es einen Witwen- und Waisenfonds gibt, dem man eine kleine Spende überreichen könnte. Ja, die Spende nehmen wir gern, aber wenn du nicht auf eine Entschuldigung dich herablässt, dann lassen wir dich trotzdem nicht rein. Das klingt wie ein Arroganzprogramm. Ja. Aber hallo, lass mal sehen. Selbstbeherrschung, das ist Arroganz 7. Und Selbstsucht haben wir auch noch, ne? Nee, wir würfeln Selbstbeherrschung. Ich glaube nicht, dass wir nehmen die Selbstbeherrschung. Lass mich nur kurz schauen, ob meine Arroganz überhaupt noch sehen. Ja, sie ist noch 7, okay. Dann die Selbstbeherrschung, lass mich sehen. Es ist ein körperliches Talent, aber die habe ich besser. Ah, da habe ich sie überhaupt besser? Hier. Ah, nicht so wirklich. Nicht erschwert 7. Oh, die wäre gerade so geschafft. Ja, was ist mit Selbstsucht? Ich glaube nicht, dass Selbstsucht hier Treffer ist. Nee, es ist nicht selbstsüchtig. Nee, wirklich nicht. Also du ziehst die Selbstsucht irgendwie auf, ja, aber ich denke nicht, dass es... Nee, es ist nur arrogant, aber wenn du jetzt hier im Dschungel schläfst, das ist nicht selbstsüchtig. Also es wäre halt gut, wenn du drin schläfst, ja. Ich blicke erst diese Palisade an. Wie leicht wäre es, darüber zu kommen? Es ist eine Doppelpalisade. Es ist überhaupt nicht einfach.
Gut, die ist dafür konzipiert, dass das Sklaven nicht drüber abhauen. Also von innen. Okay, egal. Ich knirsche mit den Zähnen. Nun gut, verzeiht, dass wir ein wenig schroff waren nach der langen Reise. Ja, gut. Also, und jetzt das Geld. Ein Silber will ich haben. Ich gebe ihm sein Silber. Aber den angebissensten, den ich finden kann. Ja, sehr gut. Er bist er weiß selber nochmal drauf. Scheint echt zu sein. Würde ich auch gehofft haben. Viel Spaß in Nedas. Ja, vor euch könnt ihr sehen, dass sich das Dorf dann öffnet, wenn ihr hineingeht und tatsächlich hier viele, viele Häuser sind. Die sind allerdings in sehr ärmlichem Zustand und für Großfamilien konzipiert. Und hier gibt es auch einige Plantagen im Inneren, sodass ihr, das wären sicherlich die vorne angekündigten, also mindestens 500 Leute, die sich hier versammelt haben und jetzt gerade zur untergehenden Sonne irgendwie nachts am Lagerfeuer sitzen, sich noch einige Geschichten erzählen, einige Blicke, die dann zu euch gehen und man erzählt von besseren Zeiten. Einige Aufpasser, die zwischen den Hütten hin und her laufen und wohl auch Sklavenjäger sind. In der Mitte könnt ihr eine große Villa erkennen, die Abel mir erkennt, weil er schon auf der Veranda von ihr stand. Damals vor über 500 Jahren. Ich schaue hin, noch ein zweites Mal hin und bin so ein bisschen perplex und ist dort das Anwesen dieses Herrn Samuel? Was? Nenn ihn Magier Graf. Der Magier Graf von Edas. Ja, ja, das gehört ihm. Nun könnten wir eine Audienz bei ihm halten. Tja, bestimmt. Ich gehe mal fragen. Denkt ihr, dass dieser Magier von Edas derselbe Mann ist wie der auf dem Bild, oder? Unwahrscheinlich. Ein Nachkomme vielleicht, oder er hat denselben Titel angenommen. Und wenn er sich Magiergraf nennt, könnte er genug Magie haben, um so lange zu leben vielleicht, hm? Wir sollten auf alles gefasst sein. Naja, überleg dir mal, Jalan. Ich als Zwerg lebe auch so lange. Vielleicht sogar länger. In diesem Fall sollten wir mehr als auf der Hut sein, denn ihr erinnert euch sicher, was dieser Magiergraf getan hat. Das ist eine zweite Schüssel! Und ihr könnt das Krachen hören und dann wie eine Peitsche über Haut gezogen wird. Nochmal und nochmal. So, wenn wir reingehen, wenn man sich mal umsieht, wie viele, sagen wir, Sklavenjäger, Sklavenhalter, wie auch immer, sind hier? Also, wir haben 750 Menschen. Du würdest grob sagen, dass die Hälfte von Sklaven sind und dann sind noch ein paar andere Arbeiter dabei. Du würdest vielleicht sagen 30, 40 Sklavenjäger. Die könnte man abmoxen. Ich schaue mir eher nach Tempeln um, ob es hier irgendeine zur Schaustellung von Götterglauben gibt. Nein. Es gibt, wie gesagt, einmal diesen Steinturm, Observatorium von Niobara und die große Villa. Und ansonsten sind das alles nur sehr einfache Hütten und die Felder dazu. Ich stimme euch zu, wir sollten vorsichtig sein hier. Und du hörst auf zu heulen! Bam! Ja, also Diamantes, ich glaube, ihr hättet ja einen Sklaven günstiger erstehen können. Ich bin schon mit Tekala relativ glücklich. Ich bin nicht sicher, aber ich meine, seht euch mal um. Es gibt auf der Innenseite keine Partition mehr. Und es sind relativ wenige Wachen unterwegs im Verhältnis zur Bevölkerung. Nur so ein Gedanke. Ich habe ihn gefragt. Der Magiergraf empfängt euch. Gut. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber er sagt, Gäste von außerhalb sind immer gut. Dann sprechen wir doch mit dem guten Mann. Ich bin mir sicher, es wird irgendwie eine Geschichte oder so. Hier ist immer viel langweilig. Oh, das kriegen wir hin. Die Geschichte von der Armbrust schon. Ach nein. Hey Rodrigo, nicht so fest, ich will auch noch. Damit geht er. Und während er geht, zieht er seine eigene Peitsche. Ja, das ist ein guter Moment, um Eiserner Wille 2 anzuwerfen. Ja. Daran habe ich auch schon gedacht. Ja, ich mache meinen Eisernen Willen 2 auch an. Gute Idee. Damit steigt eure Magieresistenz von auf. Ich sollte meine Magieresistenz mirakeln. Von 13 auf 17. Sehr gut. Von 12 auf 19. Ja, sehr gut. Ich habe leider nur Eiserner Wille 1, aber ich mache dir nichtsdestotrotz an. Ja, ich mirakel meine Magieresistenz. Ja, haut alle raus. Aber mir, wie hoch ist deine MR? Also wenn 10, ich jetzt 10. drauf würfeln soll, dann tue ich das auch. Nee, ihr müsst nicht würfeln. Ich wollte es nur wissen. Wir sind in Schwernisse so. Was für eine Schwernisse? Auf Mirakelproben. Hier
Sind wir voller Ungläubiger und Zweifler? Ja. Wie hoch ist denn das? Warte, ich muss den L aufmachen. Also ich sag mal plus 3. Okay, plus 3. Dann habe ich 9 minus 3 sind 6. Die Hälfte von 6 ist 3. Plus 5 sind 8. Okay. Was ist mit dem Ort? Kann ich dir noch was geben? Dämonisch durchdrungenes Territorium? Bis wie viel? Das weiß ich nicht. Was ist das Maximum? 7 oder 12? Oder? Ich glaube 12. Und dann gebe ich dir nochmal 4. 4, okay. Interessant. Merke ich einen gewissen Widerstand dabei? Wie ist denn deine Maria? Hast du schon gewürfelt? Ja, yeah, dann habe ich irgendwie 2, warte. 9 und nochmal 4, dann habe ich 2 über. Wie viel Karma kostet das und was bringt das, wenn ich mal eben fragen darf? Miranen kostet 5 und da halt Magieresistenz eine meiner Mirakeleigenschaften ist. Genau. Aber wir hatten doch gerade gesagt, dass wir noch gar nicht drauf proben müssen. Ja, aber das ist egal, denn es hält bis zur nächsten Probe. Okay. Also zumindest Rules as written. Ja, passt. Und dann nehmen wir halt an, ein sagen wir einfach ein bis Szene zum Sonnenuntergang, so. Also bis die Nacht durch ist, ja. Okay, dann seid ihr gewappnet. Alle außer Habe mir. Der läuft ins offene Messer. Ja, ich auch nicht. Ich bin mit einem offenen R von 6, kann ja auch nicht steigen. Ja, aber du bist egal. Ja, gut. Du bist sowieso sofort tot. Gut, dann könnt ihr die Villa betreten. Zwei Sklaven, die dann nach draußen treten, die Verandatüren öffnen. Und Abelmir fühlt sich sehr daran erinnert. Es kommt dir tatsächlich vor wie ein Déjà-vu und das hattest du heute schon einmal. Nur anders. Ich schaue mich so ernst komisch um irgendwo, als würde ich suchen nach bestimmten Gegenständen. Die sind genau an der Stelle, wo ich es mir dachte. Ja, sind sie. Vor dir gibt es eine kleine Wendeltreppe, die so halb rechts gewandt nach oben führt und dort steht dann jemand in einer Gewandung. Er sieht fast aus wie ein Horasier, nicht ganz wie ein Alan Fahner, aber unglaublich gut gekleidet, passt überhaupt nicht hin. Und so ein bisschen Puder im Gesicht auch, schreitet er dann, als wäre er der Patriarch von der Land, verschreitet er diese Wendeltreppe nach unten, breitet so ein bisschen empfängerisch seine Hände aus. Ah, willkommen in Edas. Darf ich mich vorstellen? Magiergraf Samuel von Edas. Ich bin hier der der Herr, könnte man fast meinen. Ja, das ist meine Grafschaft. Willkommen. Ich lass mir Zeit und wirke einen Odem explizit auf ihn. Ja. Wie ziehst du die Geste weg? Naja, also die Geste ist halt nicht besonders. Ich fasse mir halt kurz ans Auge. Ich meine ja nur, er könnte die erkennen. Ja gut, kann sein, aber du weißt ja, Geoden, Magiekunde plus 15. Also ist möglich, mich zu erkennen, aber... Dann würfel mal. Sehr unwahrscheinlich. Ah, gut, dass ich mir Zeit gelassen habe. Zeit lassen sind 9 mehr. Nee, nicht 9 mehr, 3 mehr. Ja, 3 mehr. Erst magisch, ja. Ja, ungefähr, also er ist schon stark magisch. Stark magisch, okay, ja. Genau, darum ging es mir. Hat er Ähnlichkeit mit dem Donatien aus der Vergangenheit? Du hast den Donatien ja erblickt. Die Ähnlichkeit, nein, nicht wirklich. Also, er hat auch einen ganz anderen Stil, ein ganz anderes Auftreten. Die anderen können ihn nicht erkennen, weil das Gemälde kein Gesicht hatte. Naja, ich bin ja zurückgegangen in der Zeit. Stimmt, also, aber da war das Gesicht verschwommen. Okay, ja, hätte ja sein können. Genau, aber mir war der Einzige, der ihn tatsächlich gesehen hatte. Willkommen, Reisende. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschichten. Was führt euch in den Urwald? Vielen Dank. Nun ja, wir sind auf den Spuren der Vergangenheit. Wir sind, nun ja, Historiker, könnte man sagen. Nun, Historiker, seid mir willkommen. Etwas Abwechslung. Ich höre gerne Geschichten, ob sie nun alt sind oder neu oder geschrieben werden. Nun, willkommen. Wie gesagt, Boah. Setzt euch. Wollt ihr etwas? Ein Wein Dank. Oder eine Zigarre? Guter Anbau, eine Carino tatsächlich. Hier? Interessant. Ja, selbstverständlich. Die kann man sich ja importieren lassen. Ihr seid sehr gut ausgestattet. Ich will doch nicht wie Barbaren hausen. Nein, kommt ran. Gäste, immer willkommen. Sagt, ich blicke mich ein wenig, noch ein wenig um, wenn wir da reingehen. Womit genau verdient ihr euer Geld? Ja, Handel, ihr seht doch draußen Plantagen. Wir haben etwas Reis, Schotterknollen, einige Wurzeln und natürlich das, was uns der Urwald freiwillig gibt. Ja. Und das bis nach Charypso zu schaffen, wirft tatsächlich Geld ab? Oder nach Porto Padigan, warum denn nicht?
Ich wunderte mich nur, der Weg war für uns reichlich beschwerlich. Aber ich bin mir sicher, ihr habt natürlich einen besseren Zugang dazu. Ja, selbstverständlich. Aber ihr kommt aus dem hohen Norden, ja? Ihr seht nicht aus wie wilde Barbaren. Nun, so könnte man es sagen. Ich bin am meisten. Blick auf Rafim.